Habt Salz bei euch. Und ihr seid das Salz der Erde. Das sind zwei Zitate Jesu, die gerne bemüht werden, wenn es darum geht, das Nachsalzen bei Tisch zu begründen. Lange Zeit dachte man, Salz sei ungesund. Und es war in Mode, würzlose Gerichte zu verzehren. Heute weiß man, dass insbesondere Menschen, die viel schwitzen oder auch Menschen, die viel Wasser und Tee trinken, ein gutes Stück mehr an Salz benötigen. Obwohl wir nur eine Prise davon brauchen, ist Salz lebensnotwendig. Es ist unter anderem wichtig, um den Kreislauf stabil zu halten und das Durstgefühl zu regulieren. Und ganz nebenbei bewirkt Salz, dass das Essen besser schmeckt. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Er meint damit, euer Glaube, eure Hoffnung und eure Liebe sind lebensnotwendig für diese Welt. Der Glaube durchdringt mein Leben durch und durch, auch wenn er nicht immer hervorschmeckt. Die Hoffnung ist die Grundwürze meines Lebens und die Liebe macht, dass das Leben besser schmeckt.